Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Eternal. Hallo. So, wir wollen euch jetzt, also die Freya und ich, wollen euch jetzt heute vorstellen, die Evolved-Stufen, die verschiedenen. In dem Sinne geht los. Cool. So, wir können uns ja, ach, muss ich erst in den Terminals zeigen. Moment, ich bin gleich wieder da, Freya. Jo. So, ich zeige euch eben, wo wir die Dinge links denn her haben. Bevor man der vergisst und so. Und So. ich begutachte erstmal die Dinos. Ja, erstmal hier im Eternal Boss Summoner Hard Mode. Das ist der blaue. Da waren die drin. Und zwar hier auf Summon. Dann Other. Und dann konnte man hier zum Beispiel den Evo Pego beschworen und den Evo Fly Archer. So. Und das dritte, was man beschwören kann, ist in dem Eternal Boss Summoner drin. Hier auf Summons wieder, auf Other. Und dann konnte man hier den Evo Kompi beschwören. Also man kriegt dann so eine Kugel in Tesch, verbraucht die mit E und dann steht er neben einem. So. Und da das echt lange dauert mit den Pools, zeige ich jetzt auch gleich im Inventar, haben wir die natürlich hier einmal alle stehen. Wir fangen an mit dem kleinen Kompi, wenn wir da reingucken. Der braucht zum Beispiel von diesen Pools hier braucht er nur drei. Wären dann also 30 Minuten. Weil jeder Pool, wenn man hier guckt, 600 Sekunden. Also 10 Minuten. Genau, So. und den Pult machst du mit Filet. Genau. Mit Genau. Filet reintun und dann produziert er die automatisch. Habe ich Filet mit? Nein, natürlich nicht. Gut. So. Aus dem Kompi wird dann ein Evoraptor. Ich finde den klasse. Ich mag den von den Farben her irgendwie. Ja. Der sieht auch gut aus. Also die Zwischenstufen habe ich nicht getestet, weil ich nicht wollte, dass mir ein Evo-Pi kaputt geht. Dazu kann ich nicht viel sagen. Hast du die getestet? Der Raptor, ja, der macht auf jeden Fall mehr Schaden wie die Standardviecher. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das nicht, jetzt mal eben sich den Raptor irgendwie hochzuzüchten oder sowas. Der überlebt hier auch nicht wirklich lang. Tja, dann. Aus dem Raptor wurde der Evocano. Und der braucht zum Beispiel schon. Der braucht schon von den Pool 25. Wie gesagt, jeder Pool 10 Minuten. Ne? Und der Pool, also hier ist es so, dass nach dem Server-Neustart, der startet jeden Tag neu um 6 Uhr morgens. Und danach geht das nicht automatisch weiter. Man muss also erst alles rausnehmen und wieder reintun. Und was wir beobachtet haben, wenn man zu lange, zu weit weg ist, aus der Range raus ist, hören die teilweise auch auf zu produzieren. Also deswegen dauert das mitunter ein paar Tage, bis die Pools voll sind. Deswegen haben wir auch immer Salz mit drin, weil dann hält das Filet länger. Denn wenn das Filet während der Produktion vergammelt, hört er auch auf zu produzieren, egal ob noch Filet drin ist oder nicht. So. Aus dem Alu. Evolve dann der Evorex. Aus dem Evorex wird dann der Evogiga. Wir können uns das mal von weiter angucken, die Dinger. Ist schon riesig, ne? Und größer als der Giga wird dann der Evo Indominus Rex. Und aus dem wird dann der, mal reingucken. Abgesehen davon, dass der 100 Pools braucht, wird er dann zum Immortal Darkstar. So, den Immortal Darkstar, den haben wir natürlich schon, den kann ich mal zeigen. Immortal Darkstar habe ich dich hier. Da. Das ist der Immortal Darkstar. Der kommt dann raus. Da. Voll fett. Den kann ich zeigen, also der macht bei normalen Tieren so zwischen 1 und 4 Millionen Schaden.
Und bei den Bossen, bei den meisten, macht er so 537.000 Schaden. Also bei uns jetzt, bei unseren Einstellungen. Und wir haben nichts auf Leben geskillt, sondern nur hier drauf. Bei uns ist das Leben natürlich alles ein bisschen höher durch die Server-Einstellungen, genauso wie Nahkampfschaden. Da müsst ihr halt gucken, wie das bei euch ist. Denke mal so knapp die Hälfte dann. So, der kann mit der rechten Maustaste. Kann er so eine Flamme machen. Und mit C. Kann er so Minions herbeirufen. Minions machen auch einigermaßen Schaden bei den Bossen. Und das ist nicht, der kann nicht nur einmal herbeirufen, der kann sogar zweimal herbeirufen. Ja, und die Darkstar Minions, die sind alle mit Level 3000 bei uns hier. Ja, die haben auch keinen Cooldown. Sobald ein Minion weg ist, kann man den neu rufen oder halt alle. So, das war zu der Evolve-Dings vom Kompi. So, No. dich tüte ich ein. Die Oh, die Minions. verschwinden ja nach einer Zeit, die Minions. Ach, ich mag die, ne? Ja, ich stelle mich wieder auf den Platz. So, wir können uns mal die Minions kurz angucken. Also die haben 5,3 Millionen Leben und 2245 Angriff. Also das ist schon, ne, nicht schlecht. So, Leute. Euch tüte ich jetzt ein. Fangen wir am besten mit dem größten Bär hier hinten an. Beim nächsten hätten wir wie viele Evolutionsstufen? 1, 2, 3, 4, 5 plus den Darkstar wären dann 6. Gut. Also. Ne, jetzt fange ich ja doch mit dem kleinen an. Nein, ich muss mit dem großen anfangen, sonst der nimmt ja immer die Reihe nach. So. So. Ach ja, der ist so hübsch. Ja, und wie aus so einem Kleinen mal eben so was Großes werden kann. Gehört er jetzt noch damit zu? Der gehört mit zu. Nee, jetzt bin ich ja Aber beim Heather Tracks. Evofly, ich glaube, jetzt bist du gerade durcheinander. Der Evofly Archer ist doch normalerweise der erste gewesen, oder Ja. nicht? Und hier ist schon der Feathered Rex, der gehört zum anderen dann hin. Ja. Nicht Genau. durcheinander bringen, dann muss ich den wieder wegpacken. So, der Feathered Rex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann gehörst du nämlich hier hin, dahin. Zack. So, jetzt haben wir's. Sehr schön. Also, wir sind jetzt hier beim Evoplei Eicher. Und aus dem wird dann der Evo Fässerleid. Ihr seht ja die Bärte, deswegen gucke ich da mit dem Fernglas drauf. Aus dem Fässerleid wird der Evo Deinonychus. Der hat schon über 1 Million Leben. Aus dem Deinonychus wird dann der Evo Yuti. Der sieht echt cool aus. Ja, der ist total hübsch. Der sieht cool aus. Una, wie Una ja sagte, sie hört da mal eben beim Juti jetzt auf und züchtet sich den Juti hoch. Ja, dann kann sie, Einfach wegen hübsch. dann kann man ja auch mal bei Una danach fragen, was der Judy so kann, weil wie gesagt, Leute, ich habe die nicht getestet. Weil mir hat das zu lange gedauert und deswegen wollte ich nicht riskieren, dass da irgendein Tier von drauf geht. Deswegen habe ich die nicht getestet. Ja, ich ergatter da bestimmt mal eben bei Una ein. Die Ja. ist ja bei uns, also bei mir mit im Tribe. Ja, so beim Juti. Aus dem Juti wird dann der Evo Featherit Rex. Der hat schon 5,1 Millionen Leben. Bei uns natürlich, wenn wir die dann nochmal imprinten, ist das bei uns so, dass sie quasi das Doppelte an Leben kriegen. Ne?
Durch die Servereinstellung natürlich. Und dadurch, ihr könnt nicht alle Werte so übernehmen. Die Werte sind jetzt Rohwerte, also die sind nicht imprintet, nichts. Und was man noch zum Evolven sagen muss, man muss sich halt draufsetzen und dann bei manchen C, X oder Steuerung drücken, wenn man das entsprechende Zeug da reingetan hat. Wenn ich hier zeige, der hier braucht jetzt zum Beispiel 20 DNA, 20 Dinoherzen, 75 von diesen Fools, 75 Prime Blut, von der Promedial Boss Essenz 25 und ein Summon Regent. So, die Boss Essenz ist am Anfang ziemlich schwer zu kriegen. Wenn man dann größere Tiere hat, geht das schon. So, und man sollte darauf achten, die dürfen nicht nebeneinander stehen. Man sollte ausreichend Platz haben und wir zeigen das auch gleich. Da oben haben wir noch Evolved-Tiere stehen, wo wir darauf achten müssen, wenn wir dann Pärchen von machen. So, das wäre die Reihe. Hier kommt dann raus und zwar der Feathered Darkstar. Den Feathered Darkstar habe ich natürlich auch schon in Tasche. Der Feathered Darkstar, das bist du. Das ist mein Feuerteufel. So. Da ist er, der Jute. Das ist der Feathered Darkstar. Sieht auch fett aus. Ja. Finde ich. Also was das angeht, sind die echt toll geworden, die Modelle. Ja. Kann man nicht anders sagen. Auch mal eben einmal von den Fähigkeiten und so. Ich meine, da gehört immer jede Menge dazu, mal eben einmal das wirklich so hinzubekommen. Ist Genau. echt toll, ja. Der Feathered Darkstar, der kann natürlich auch ein Feuer spucken. Er kann den normalen Handel. Und er kann auch Viecher rufen. Bei dem war es auch C. Bei dem anderen auch X. Bei dem auch C. Der kann, glaube ich, auch zweimal rufen. Das sind so die Hauptsachen, die er kann bei ihm. Und bei den Vögeln ist auch gut, man kann da durchlaufen. Die bilden keinen Widerstand. Bei manchen Sachen, die man rufen kann, die bilden ja einen Widerstand. Und wenn die so eng kommen, dann steckt der Boss fest. Das ist bei den Vögeln nicht. Man kann also durchwandern. Das finde ich ganz gut gemacht. So, packe ich dich auch mal ein. Dich packe ich natürlich wieder an den richtigen Platz hin, bevor ich das vergesse. So, du warst da. Gut. Dann kommen wir jetzt zur letzten quasi. Ja. Was wir hier so zeigen können. So, das letzte wäre die Reihe vom Pegomastax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau, der hat die ganz Gut. lange Reihe gehabt, ja. Ja, also sind insgesamt dann 8 Evolutionsstufen. Da passt was nicht gerade. Irgendwas passt da gerade nicht, ne? Irgendwie sind wir da gerade voll durcheinander. Ich glaube, der fängt einfach von vorne an oder so. Ja, der fängt irgendwie von vorne an. Pass auf. Dann tüten wir euch ein. Tun die anderen hier in eine Kiste rein. Weil da nicht mehr durcheinander kommen. Ansonsten werden die Leute ja total verwirrt und so. So. Den Feathered Rex, war der auch bei der Evolution dabei? Peasant Rex, weiß nicht. Ja, hier steht noch einer. Ja, das war jetzt der erste von denen. So, jetzt sollte das ja passen dann. Der Feathered Rex, danach kam dann der Armored Darkstar. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Geht los. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Genau.
jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's wieder. So. Wir fangen an mit dem Pegomastax. Habe ich euch gezeigt, wo er den herkriegt, aus welchem Terminal. Die Werte sind natürlich nicht so toll. Ist halt das Kleine. Steht auch in. Der wird Into the Featherate Darkstar Original. So. Aus dem Pego wird der Mikroraptor. Aus dem Mikroraptor wird der Evo-Arche. Obwohl man ja ein Evo-Arche hat. Deswegen wird die Entwicklung bei dem Evo-Arche, wenn man den raushaut, auch kürzer sein. Wusste man aber vorher nicht, hat man einfach so gemacht. So, daraus wird der Evo Featherlight, wiederholen sich ja teilweise, der Evo Deinonychus, dann den Evo Yudui, dann der Evo Feathered Rex. So, und aus dem wird dann wieder der Feathered Darkstar, den wir schon gezeigt haben. So, wir haben dann noch was zum Weiterentwickeln. Zack. 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 Und zack. So, damit ihr mir nicht hier vor den Pfoten rumkrabbelt und sowas, tue ich die auch schon mal hier rein. So, da kann man auch nicht mehr durcheinander kommen. So, die kann ich wieder auf dem Stapel tun. Die hatte ich mir nur so als Trennung da reingelegt. Die Sachen hier, die zeigen wir gleich auch. Die haben wir bei den Bossen gekriegt. Leider kann ich nicht sagen, von welchem Boss. Also noch nicht. Also ihr werdet aber noch sehen, denke ich, warum, wenn wir die Bosskämpfe zeigen. So, hier haben wir auch Evolved. Und zwar sind wir da so weit, dass wir hier den Evo Fly Dragon haben. So. Unhitch. Zack. So, und zwar soll aus dem hier werden. Geh extra weg, hatte ich ja gesagt, nicht in der Nähe von Amandinus direkt. Und wenn der hier dann weiterentwickelt ist, wo ich drauf sitze, dann tüte ich den erst ein. Weil wenn die Weiterentwicklung von dem, den ich da vorne stehen habe, weiterentwickeln will, dann klappt das nicht, weil die Weiterentwicklung springt dann zu dem anderen hin, den ich weiterentwickeln will. Und nichts wird entwickelt, nur die Fools sind weg. Und das Material natürlich. Sprich, nochmal zur Erklärung. Man hat quasi zwei A-Kreaturen, die man zu B weiterentwickeln will. Dann entwickelt man eine zu B weiter, kreiert die erst ein, damit man die andere A auch zu B machen kann. Ansonsten funzt das nicht. Warum? Weiß nicht, ob das ein... Ich denke mal, das ist so ein kleiner Feature von der Mod. Vielleicht wird das ja noch irgendwann mal gefixt oder so. So. Wäre wünschenswert. Ja. Aus diesen Evolved Wyvern wird jetzt ein Evo Fly Wyvern. Du meinst aus dem Evo Fly Dragon, nicht aus dem Evo Fly Wyvern, ne? Hier oben drüber steht. Ach so, das ist der Bauplan, ja. Das ist aus dem Evo Fly Dragon, genau. Gut, Freya, wird ein Evo Fly Wyvern. Ach je. So, diese Fulls sind fertig. Wir brauchen 10 Dino-DNA, 10 Herzen. Normal reichen 75 Fulls aus. Dann Prime Blut 60, Primordial, Boss Essenz 30 und dieses Summoning Regent 1. So, wir sollten da genug dran stehen. Das pulle ich alles mal rein. So, wir haben die Evolution auch noch nicht gemacht. Wir sind auch gespannt. In dem Sinne mit E aktivieren. Und ihr seht, es baut, es geht los. Stehen wir hier. Wie Flitzepiepler. Schauen wir mal. Weil, wie gesagt, die Evolution hatten wir auch noch nicht. Trommelwirbel. So. Na. Ja, das dauert immer ein bisschen. Ja, je größer die werden, desto mehr wird man auf Spannung gesetzt hier. Ja. Na komm, trau dich. Och, wie klein. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh. Da haben wir jetzt ein Evo Fly Wyvern. Na. Okay, bei mir ist das gerade noch ein bisschen eckig.
Ah, jetzt ist rein. Oh. Aber der sieht cool aus, ne? Der Juhu. sieht fett aus. So, wir Haben machen, ja, wir machen den erstmal auf passiv. Damit, wenn was ist, nicht irgendwie abhaut. Ich habe einen Sattel bei für solche Fälle. Schmeiße ich mal einen Sattel drauf. Wo wir uns den mal von oben angucken können. Oh, der sieht echt cool aus, ne? ist Also echt. der sieht ja wohl fett aus. Komme ich da hoch? Ja. Nee, komme ich nicht. Durchgeklitscht. Na, ist nicht schlimm. Klasse. Der sieht echt toll Der sieht aus. fett aus, ja. Soll mich nicht hoch. Ist nicht schlimm. Ach, herrje. Ah, der sieht cool aus. Ja. So. Den möchte ich. Den Sattel nehme ich wieder raus. Den kriege ich jetzt ein, aus besagtem Grund. Wenn ich den jetzt weiterentwickeln will, dann springt der, egal wo auf Karte ist, zu ihm hin. Dann hat man beide da stehen. Das Material ist weg, das Full ist weg und nichts ist evolved. Es kommt zwar die gleiche Animation, aber es passiert irgendwie nichts. Passiert vielleicht nicht immer und es ist zu oft passiert, deswegen machen wir den jetzt so. Juhu! Fly Dragon, dich wollen wir auch noch evolven. Unhitch. So, wir gehen auch wieder ins Freie hier rein. So, holen uns das Zeug rein. Und immer dran denken, ich kann es nicht oft genug sagen, alles was im Inventar ist, ob Sattel, ob ein Rüstungsstein oder hier Materialien, alles ist nach dem Evolven weg. Sollte man sich also überlegen, wenn man zum Beispiel einen Sattel reintut, deswegen habe ich immer einen kleinen mit, falls ihr einen braucht, einen kleinen reintun und nicht einen schon, den man hochgesetzt hat oder so. Weil ansonsten ärgert man sich und die Rüstungssteine nicht vergessen. So. Du wirst dann auch nochmal erbolbet. Sehr schön. Wenn du von hier unten guckst, dann grinst er voll. Ja. Ach, da oben, den Manticore muss ich auch noch zeigen. Ach, herrje. Na, jetzt aber. Ach, du meinst den, den man von Weitem immer sieht. Die Basis ist noch nicht reingeladen, aber Genau. man sieht den Manticore. So, da ist er. So, Genauso hübsch verhalten. wie der andere. Passiv. Sattel drauf. Und als nächstes kommt daraus dann die Evolution Dodo-Wyvern. Auch nicht schlecht. Eine Dodo-Wyvern haben wir schon wild getamed. Aber wenn wir hier Dodo-Wyvern rauskriegen, aber da müsste dann auch eventuell Darkstar oder irgend sowas rauskommen. Müsste man mal schauen. Der braucht auf jeden Fall jetzt schon 85 Fool. Ganz toll. Also ich habe Fool. hier so eine Kiste hingestellt, ne, wenn du den gleich einkreuen solltest, ne? Was du ja nicht Aha. willst, darfst du mir da auch reinschmeißen. Die, kein Anschluss unter dieser Nummer. Nie, nie, nie. Nein, warum denn nie? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach je. Guck, die So. passen da ja gar nicht beide hin. Ja, aber ich mache doch immer gleich Pärchen. Normalerweise hatte ich diese Ecke gedacht, weil Ja. hier passen ja normal 2 Gigas locker hin oder 3, aber ja. So ist der halt. Ich glaube, du Man musst noch mal muss. umpacken. Ja, man muss bei der Mod hier ein bisschen größer denken. Nicht so, sag ich doch. Hättest ihn bei mir in die Kiste gepackt, dann hättest du Platz. Ach, hey je, habe ich jetzt einen Sattel vergessen nach vorne. Ach, hey je. Gib her. Danke. So. Den Sattel-Drop. Da oben steht der Manticore. So. Den Sattel wieder mitnehmen, sonst vergesse ich den. Okay, ich bin genau bei Mantico gelandet. Sehr Hast schön. die tollen Flügel benutzt?
Die könnten aber auch. Ja, die sind eigentlich ganz toll, aber man muss echt ein bisschen Übung haben, ne? Ja, man muss sich dran gewöhnen. Dann gucken wir uns jetzt erstmal den Manticore oben an. So. Jupp. Mit seinem tollen roten Stachel. So, der ist echt fett, wenn er hier oben drauf steht, Leute. Also man kriegt ihn ja kaum aufs Bild drauf. Wozu bei ihm So. hierhin? Nö, alles gut. Wenn The Freya sich mal davor stellt, dass man so ein bisschen eine Größe sieht. Genau. Gerne. Genau. Dann mach ich davon mal ein Bild. Da seht ihr mal, wie groß das Vieh ist, wie fett. Ist schon Wahnsinn. So, dann komme ich mal zu der Freya hin. Und dann sagen wir erstmal von hier aus Tüdelü und Schü und hoffentlich bewegt sich jetzt der Mantikottich. So in dem Sinne. Tschüss. Tschüss.